Einen wunderschönen guten Tag im LS22 auf der Elm Creek mit Steine sammeln. Ole ole, wie gesagt, die schönste Aufgabe des LS. Ich weiß, ihr wolltet sie unbedingt 3 Folgen lang sehen. Jetzt dürft ihr sie exklusiv mindestens 3 Folgen lang sehen. Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, wir kommen mit dem Feld jetzt dann durch, dass wir da dann fertig sind mit den Steinchen. Mit Hefe, sehr gut. Sehr gut. Also wenn ihr beim Harry mal seid, Sprudelkasse auffüllen, da ist nämlich Hefe drin. Und Hopfen. So, Hopfen und Hefe. Also einfach mal ein bisschen was für die Sprudelkasse vorbeibringen. Da freut er sich. Kann im nächsten Stream seine Eier wieder bewerten lassen. Das ist... hängt alles so zusammen. Ja, also ja, tatsächlich bin ich ja seit der Rennsaison wieder so ziemlich weg vom Alkohol. Also tatsächlich so ganz, ganz selten. Ganz, 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 ganz selten. Von dem her ist jetzt bei mir eher tatsächlich Sprudelwasser oder ohne Sprudel. Ja, aber 4 ist ja bald. Wenn wir so weitermachen, dann läuft der Stream wahrscheinlich sogar noch da. So. Aber Harry, sag mal an, auf welche Map geht's bei dir als erstes? Gehst du auf die Marsch? Glaube nicht, oder? Ist auch nicht so ganz dein Fall. Oder ich schätze dich gerade falsch ein. Aber ich glaube fast, dass das nicht dein Fall ist. Ja, ich bin unschlüssig. Ich werde es mir, glaube ich, technisch echt mal anschauen. Aber das war es dann auch. Und ich bin schwerst gespannt. Wir hatten das Thema ja schon mal, ob da die ganzen Fill-Types einigermaßen ordentlich umgesetzt werden. Da bin ich schwer gespannt, weil das wird Fluch oder Segen vom 22er. Segen, wenn sich die Leute dran halten und die Fill-Types wirklich übergreifend funktionieren, dass du auch in Mod-Maps dann die richtigen Fill-Types drin hast und somit auch in den Hängern etc. Oder halt völlig grausam und jeder baut sich seinen eigenen Schmarrn zusammen. Und du hast dann einen Hänger, der 3-mal Pommes in verschiedenen Varianten laden kann. Das, ja, da bin ich echt gespannt drauf, wie das so wird. Ich meine, er boykottiert ja die Standardfrüchte, die Standardproduktion, das ist ja alles legitim. Nachdem er ja auch so einen riesen Satz an verschiedensten Produktionen hat, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht auf die Standardvariante gehen. Aber wie gesagt, da ist die Frage der Umsetzung. Wird echt spannend. Echt spannend. Lassen wir uns mal überraschen. So, Steine schon wieder voll. Hätte doch den Kipper geholt. Ich habe noch überlegt, ob ich mir den Anhänger hole. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Dann haben wir so ein bisschen ja, genau. Genau das. Im LS19 3 verschiedene, ja, oder auch Bretterpaletten. Bretterpaletten gab es doch in x verschiedenen Varianten. Da wusste doch keiner mehr, aus welcher Produktion jetzt was kam. Und das finde ich halt echt schwierig. Also, bei aller Liebe, aber wenn das jetzt wieder losgeht, dass jeder seinen eigenen Fill-Type kreiert, oh, dann wird es halt blöd auf Dauer. So, aber ein Schlückchen trinken. Ich glaube, ich muss mir auch mal diesen Sound, glaube ich, holen mit trinken.
finde ich tatsächlich lustig in den ganzen Streams. Und ja, ich muss mich da mal mit den Kanalpunkten etc. mal schlau machen, wie man da eigene Geschichten baut. Dass man da. Ich glaube, bei Mad Max ist das, oder? Mad Max hat, glaube ich, den Sound mit drin, wo man Kanalpunkte dafür einsetzen kann. Ja, muss ich mir mal anschauen. Ui. Dann kommt schon. Wenn der auf einmal so agil lenkt, dann kann es nur an der Allradlenkung liegen. So, aber gut, dringend. Zuge gleich noch einen Screenshot machen. Siehst du mal, wenn man eh schon mal außen ist. In der Außenperspektive. Das ist schon wieder gerade. Oh, hallo? Ah, jetzt nicht in die B-Säule reinhauen, sondern davor rumschauen. Ist schon wieder sowas, was ich vergesse, Screenshots zu machen. Ich weiß, dass ich mir selber in den Arsch trete, wenn ich später die Videos hochlade, betitel und Einreihe für die nächsten Tage. Weiß ich, das wird chaotisch. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich wieder täglich eine Folge dann mache. Weil jetzt so, weil eigentlich läuft es gerade echt ganz gut mit dem Streamen und Aufnehmen. Ich muss mich halt nur dann selber daran halten, dass ich immer mit aufnehme, wenn ich die Streams mache. Das ist eher so der Punkt. An die eigene Nase fassen, dass ich das auch mache. Und dann läuft es eigentlich ganz gut. Doch. Das ist schön. Sehr, sehr schön. So. Ja, wobei tatsächlich, das ist, weil ich jetzt gerade gedanklich nochmal bei der Bretterpalettengeschichte bin. Bitte verzeiht mir meine Sprünge, aber ab und zu will das Hirn schneller was. Tatsächlich, die Paletten sind nicht schön. Also diese Bretterpaletten jetzt im 22er, also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und eine Bretterpalette mit 1,20 Meter langen Bretterstücken. Also das widerspricht mir jetzt so komplett meiner handwerklichen, meinem handwerklichen Wissensstand, nennen wir es so. Also welcher Handwerker rein nur mit maximal 1,20 Meter langen Brettern arbeitet, Hut ab, aber bau mal in den Schrank da draus. Das sieht bestimmt sportlich aus. Ja, wobei, es ist ja im Trend, diese Palettenmöbel sind ja im Trend. Es ist ja voll fancy im Moment, so ein Palettenmöbel zu haben. Ja. Lassen wir mal so im Raum stehen, nicht wahr? So. Aber es ist immer wieder, wenn die Steine weg sind. Und quasi dieses Saatbett dann da ist, sieht einfach schön aus. So ein sauberer Acker. Was sind hier auf dem Acker, poltert es ungefähr rum im Fahrzeug, dass das schwindlig wird, aber auf dem Feldweg passiert gar nichts. Das würde ich mir echt noch wünschen, dass man da so ein bisschen, so ein bisschen mehr Bewegung reinbringt. Aber vielleicht weiß es auch jemand gerade, der zuschaut, ob es schon frei verfügbar. Also ich weiß, dass es im Privatgebrauch gibt es schon das Skript, aber frei verfügbar das Skript, dass die Sitzfederung auch funktioniert mit
Headtracking. Wenn da jemand was weiß, wäre ich echt froh drum. Das hätte ich schon gerne wieder. Oder was heißt wieder? Ich hätte es gerne. Und ich habe bei irgendjemandem im Stream, der hat das erzählt, dass der das Skript schon hat. Ich weiß aber gerade nicht mehr, in welchem Stream das war. Und wie gesagt, da war es eher so von der Tonart so, dass es privat war. Und dann ist es in Ordnung. Ich hätte es halt gerne, dass der Sitz quasi so ein bisschen immer mitfedert. Ich glaube, das gab oder soll es wohl im 19er gegeben haben. Da habe ich ja noch nicht mit Tracking gespielt, von dem her kann ich es jetzt nicht sagen. Das wäre sehr nice. Sehr, sehr nice. Jetzt ist die Folge gleich schon wieder vorbei. Das ist echt krass. Also, tatsächlich, ich weiß es zwar immer noch von damals, dass das immer echt schnell rum war, diese Viertelstundenfolgen. Aber gefühlt sind die gerade so mit einem Schnippen weg. Aber ist ja gut, dann kann ich noch ein paar mehr aufnehmen. Fällt ja fast nicht auf. Das passt gerade echt gut. Ist da auch krass. Ja, musst als YouTube-Zuschauer schon einen langen Atem haben. Ja, einfach mal 14 Tage für ein Feld. Also 14 Tage Folgen anschauen, damit du ein Feld gesät siehst. Eigentlich auch geil. Aber weil ist so. Gell? Das ist halt auch der SLS. Okay. Ja, also so neumodisch ist dieses Headtracking, glaube ich, gar nicht. Aber ich sag's dir, es macht trotzdem richtig viel Spaß. Das ist Reflex. Jetzt lass mal den einfach auf. Dann nehmen wir einfach den Streifen da draußen gleich mit. Ah, aber nur weil man damit nicht aufgewachsen ist, muss es ja nichts heißen. Gar nicht so schlimm. Es ist ja eher nach wie vor immer noch schön bei dem Spiel, dass so viele Generationen auch das Spiel spielen und auch Lust daran haben. Beziehungsweise Generationen ist da falsch gesagt, sondern Altersgruppen einfach. Finde ich immer wieder schön und dass man trotzdem irgendwo so auf ein Level dann immer wieder auch kommt. Das ist echt, glaube, da gibt es wenig Spiele, die das so vereinen können, wie der LS in dem Fall. So, spielt eigentlich der Harry selber oder ist der nur im Lurk unterwegs hier? Habe ich keine Benachrichtigung gekriegt, oder? Aber der Katzenblut ist online. Ah, und der Lancy ist auch online. Siehst du mal. So viel. Und der Lizardfan ist auch online. Ja, sauber. Sauber, sauber, sauber. Ja. Das würde mich trotzdem mal interessieren. Schnell gucken. Kurz gucken, ob da. So kann ich auch hier das Handy gucken. Ob da nur mappt oder ob er spielt. Oh.
Kannst du sogar hier auch spielen, Zauberer. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dachte, der baut Karte. Das sollte er eigentlich auch lieber machen hier. Will ihm ja keinen Druck machen, aber es wäre schon an der Zeit, dass die Karte fertig wird. Ja, aber warum nicht, gell? Also klar, es ist natürlich immer einfacher, wenn du das gelernt hast, irgendwann mal so von der Pike auf, aber ist ja jetzt auch nicht wild, wenn man so ein bisschen quasi als Quereinsteiger zum PC kommt. Das immer. Eigentlich viel schöner zu sehen, dass man sich dann noch andere Sachen, neue Sachen wieder anlernt, dazu lernt. Das Ganze dementsprechend dann weiterführt. So, aber ich beende mal die Folge wieder. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. In den. Ah ja, einmal rausgetappt aus dem Spiel, warum auch immer. Warum ist der jetzt automatisch aus? Okay, komisch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen in der Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, ciao, ciao.